Stimmt. Hier aussieht wie das Ende der Militärshow, ist tatsächlich erst der Anfang. Wir beginnen jetzt mit einem bisschen einer Vorstellung der spätantiken Armee und der Trainingspraxis der spätantiken Armee. Also es herrschen sehr viele Klischees vor über das Ende Roms und die Schwäche der römischen Legionen in der Spätantike, die aber nachweislich völliger Humbug sind. Wir haben in der spätantiken Reenactment oder Living History Szene nicht so viele Mitglieder wie in dem Reenactment des 1. und 2. Jahrhunderts, wo es wesentlich mehr Legionärsgruppen gibt, die auch wesentlich mehr Trainingsmöglichkeiten haben. Sie sehen hier Soldaten und Darsteller aus 17 Ländern, die einmal im Jahr hier zusammenkommen, und daher nutzen wir die Zeit hier zu trainieren. Das heißt, was Sie bis jetzt hier gesehen haben, war tatsächliches Training, das wir brauchen, um Ihnen zu zeigen nachher, wie die Quellen uns überliefert haben, dass die spätrömische Armee vermutlich funktioniert hat, zumindest eine Infanterie-Zenturie. Die Soldaten machen jetzt Pause, sie trainieren schon seit 15 Uhr mit schweren Rüstungen. Wir werden jetzt anfangen, systematisch diese Elemente des Militärtrainings und der Waffengattung Infanterie vorzuzeigen. Und da fangen wir gleich beim Kaiser höchstpersönlich an. Spätantike Kaiser, römische Kaiser generell, von denen wurde erwartet, dass sie kämpfen können, dass sie auch regelmäßig trainieren. Sogenannte Armatura, das ist so etwas wie die Kampfsportart in der römischen Armee. Das wurde erwartet, dass der Kaiser das regelmäßig auch trainiert. Das werden wir jetzt auch vorführen. Und dafür werde ich den Centenarius, das ist der spätantike Ausdruck für den Centurio, der heißt dann Centenarius, bitten zu kommen und mit mir eine Demonstration zu machen, die mein Leibwächter hier dann moderieren wird. Werden wir ein bisschen auf die Kampfweisen eingehen, auf die Schwerter, die Schilde und das, was sich geändert hat seit der Republik. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Versteht ihr mich einigermaßen? Ja? Hört ihr mich auch? Gut.
Ja, wie der Kaiser schon gesagt hat, das waren keine reinen Dekorationskaiser, sondern sie wurden auch daran gemessen, militärisch vor- und ausgebildet zu sein. Das ging schon in früher Jugend los. Das heißt, sie wurden körperlich gestählt. Das war das Idealbild eines Kriegers, eines Kämpfers, dass sie auch körperlich richtig fit sind. Und das führte auch dazu natürlich, dass solche Kaiser, das werde ich dann nachher nochmal erklären, teilweise auch in die Kämpfe mit eingegriffen haben, mit entsprechenden, manchmal sehr erstaunlichen Ausgang. Sie sind auch gefallen, ja, also das ist durchaus passiert. Aber das passiert natürlich heute nicht. So, als erstes, Sie sehen schon mal, wer die früheren Zeiten kennt, die hatten ganz andere Schilde. Hier sehen Sie den gebogenen, großen, ovalen Schild. Die Kampfesweise ist etwas anders, weil man setzt den Schild auch effektiv zum Kämpfen ein. Man versucht, das können wir hier natürlich schlecht zeigen, vor allem das Gesicht und die Beine des Gegners zu treffen. Ja, Sie sehen hier sehr schön einen Treffer oben am Hals. Ihr könnt übrigens applaudieren, das macht sich immer gut bei den Steuern, wenn ihr seht, dass der Kaiser einen Treffer gesetzt hat. Ja? So. Und ihr seht auch natürlich, sehr gut, dass der Schild sehr, sehr flink geführt wird, um sich zu decken und um auch die Schläge entsprechend abzuwehren. Die Schilde sind aus Holz, mit Leinen bezogen, mit Stoff bezogen, der Rand mit Leder verstärkt. Wir benutzen hier natürlich Trainingsschwerter. Das haben die zu der damaligen Zeit auch. Ja. Ja, das war ein sehr schöner Treffer. Prima. Sie sehen übrigens, wenn Sie diese Kampfesweise beachten, oftmals Stiche. Das wurde dann in den späteren Jahrhunderten, wurden dann aus diesen Stichwaffen eher die Hiebwaffen. Aber hier während der Römerzeit auf alle Fälle, Sie kennen ja noch den Gladius aus den früheren Zeiten, vor allen Dingen zu den Stichen. Ja. Das war ein Beintreffer, haben Sie es gesehen? Ja, also es gibt auch schöne Schilderungen und natürlich auch die Grabfunde, wo man genau sieht, wo die Treffer dann landen, sei es am Schienbein oder am Kopf. Ja, vielleicht nochmal einen Applaus für die zwei. Dankeschön. So, die Truppen haben jetzt ein wenig Zeit gehabt, Getränke aufzunehmen. Und jetzt geht es dann weiter. Ich übergebe wieder das Mikro. Dankeschön. Danke, Mike. So, bisschen außer Atem. Also man merkt, wir haben das jetzt, das ist keine Show, das war jetzt nicht choreografiert, sondern das ist das, was wir auch trainieren, historisierenden oder historischen Kampfsport. Wir wissen natürlich nicht im Detail, wie das funktioniert hat, aber die Waffen und die Gegenstände, die wir benutzen, sind auch etwas selbsterklärend. Und wir wissen auch durch Schlachtfeldarchäologie, wo ungefähr auf den Knochen die meisten Treffer sind, was das für Wunden waren und wie ungefähr diese Waffen sich ausgewirkt haben. Wir haben jetzt ganz schön gesehen, man kommt recht schnell außer Atem mit so einer Rüstung, mit einem großen Schild. Und diese Schwerter sind durchaus recht lang und groß. Die Sparta, wie man sie nennt, hat den kürzeren Gladius früherer Zeiten ersetzt. Warum genau, wissen wir nicht. Das ist eine ganz häufige Frage, die wir bekommen vom Publikum. Ja, warum haben die denn auf einmal ovale Schilde? Warum haben die auf einmal lange Schwerter etc.? Das können wir nicht erklären. Wir können nur sagen, es funktioniert mindestens genauso gut. Also die Vorteile eines langen Schwertes sind... Dankeschön. Die Vorteile eines langen und auch schweren oder kopflastigen Schwertes sind, dass man mit einem Hieb wirklich sehr viel Schaden anrichten kann. Man hat auch eine größere Reichweite. Man hat gesehen, ich habe sehr viele Treffer gelandet im Bereich des Hals und des Kopfs. Und wenn man eine schwerere Klinge hat, dann sitzen diese Treffer auch wesentlich härter.
Was wir jetzt zeigen werden, ist ein Trainingsparcours. Wir wissen natürlich nicht im Detail, wie die römische Armee trainiert hat, aber wir haben ein paar Textquellen, bildliche Darstellungen, die uns dabei helfen, zumindest eine Annäherung zu machen und etwas experimental zu rekonstruieren. Wir wissen, dass zum Beispiel solche Trainingspfosten hier verwendet wurden und wir haben uns dann überlegt, wie kann das funktionieren. Da ich selber auch Offizier beim Bundesheer bin, wenden wir natürlich auch eine gewisse Denkweise an, die beim Militär vorherrscht. Sprich, man sollte so realistisch und nahe am Realitätsszenario trainieren, ohne sich dabei kaputt zu machen. Sprich, wenn wir jetzt trainieren würden mit scharfen Waffen oder aber mit Waffen, wo eine hohe Verletzungsgefahr herrscht, dann bringt das Training nichts, weil wir uns dabei die eigene Armee ständig hinmachen. Wir wissen, dass die Römer sehr regelmäßig und sehr hart trainiert haben. Das heißt, ihre Trainings waren blutige Schlachten und ihre Schlachten waren Trainings. So auf die Art sinngemäß. Und dadurch, dass wir uns nicht die eigene Armee kaputt machen wollen, haben wir jetzt hier historische Trainingswaffen. Zumindest so, wie man sich das vorstellen könnte, dass sie gebaut worden sind. Die Speere sind alle mit Wolle gestopft und sind eigentlich ziemlich sicher. Damit kann man auch aufs Gesicht und auf den Kopf stechen. Darum geht es. Wenn man ständig den Kopf weglassen muss, ist das nicht sehr realitätsnah. Viele Verwundungen und tödliche Treffer sind in Kopfnähe. Oft ist der Kopf das Einzige, was beim Schild hervorschaut. Daher mussten wir Speere machen, die das auch ermöglichen, dass man mit Kopftreffern trainiert. So, jetzt haben wir hier ungefähr eine halbe Zenturie, die aufgestellt ist in mehreren Kontubernien. Ein Kontubernium ist die Basiseinheit der Infanterie in der römischen Armee. Das sind 8 Männer. In der Spätantike, genauso wie in früheren Zeiten, 8 Männer teilen sich eine Zeltgemeinschaft, teilen sich ganz viele Sachen. Der Dienstälteste steht vorne, das ist der Dekanus. Und wir wissen, dass auch nicht unbedingt alle eine Rüstung trugen oder verfügbar war für alle. Das macht aber nichts, denn das System war so ausgelegt, dass zumindest die ersten 2 Reihen Rüstung trugen. Dahinter waren leichter gerüstete Soldaten und dann hinten waren wieder schwer gerüstete, falls ein Feind von hinten kommt und man schnell wenden muss. So, wie schaut jetzt dieser Trainingsparcours aus? Wir haben hier 4 Stationen. Die erste Station ist da drüben und das ist das, was jetzt bis jetzt passiert ist. Nämlich, dass die ganze Formation die Kommandos übt und den Drill, die Formationen. Wie man nach links wendet, nach rechts wendet, wie die ganze Formation dreht, wie man einen Schildwall macht, einen Schildwall, der stationär ist und einen, der sich bewegt. Und generell einfach die lateinischen Kommandos lernen. Wir haben auch einige Germanen dabei, einige Föderaten, die des Lateins nicht so mächtig sind und die diese Ausbildung noch nie genossen haben. Sprich, wir haben auch einige Reenactor hier, die noch nie vorher römisch exerziert haben. Das heißt, das ist ziemlich realistisch. Was Sie hier sehen, sind halt Männer, die tatsächlich erst ausgebildet werden müssen in dieser Sache. Und dadurch, dass wir nicht viel und lange Zeit haben, muss das alles sehr komprimiert passieren. Jetzt teilen sich die Kontubernien eben auf diese 4 Stationen auf. Die erste Station ist schon hier. Da wird den Männern beigebracht, wie man mit dem Speer umgeht und direkt am Feind, also den Nahkampf mit dem Speer führt. Dafür haben wir hier 4 Feinddarsteller sozusagen, diese 4 Pfosten. Und da wird trainiert, wie man mit dem Speer umgeht. Da drüben ist die 3. Station, dort wird dasselbe mit dem Schwert gemacht. Und weiter hinten bei den großen Heuballen wird mit Wurf geschossen, Wurfpfeilen und Wurfspeeren trainiert. Und auch eine Balliste haben wir, die werden wir dann danach auch zeigen. Also ich bitte um ein bisschen Geduld, weil das alles hier keine Show ist, die vorbereitet wurde, sondern weil es hier möglichst ein echtes Training ist und wir Ihnen einen möglichst echten, authentischen Eindruck geben wollen, wie so ein römisches Training in der Spätantike eventuell tatsächlich ausgesehen haben könnte. Wir wollen Ihnen zeigen, dass eine Zenturie nicht ein Haufen von Männern ist, die einfach irgendwo herumlaufen und aufeinander eindreschen, sondern dass die Zenturie selbst ein Waffensystem ist. Das spricht, mehrere Waffen zur Verfügung hatte und die auch in einer bestimmten Sequenz eingesetzt hat. Das heißt, da sind nicht einfach nur irgendwelche Männer, die dann herumlaufen, sondern die müssen sich ganz präzise verhalten, damit dieses Waffensystem Zenturie funktioniert. Und das ist bis jetzt noch nie gemacht worden im Reenactment. Im Reenactment der Spätantike schon gar nicht. Und das heißt, Sie sehen hier sozusagen eine Weltpremiere.
ist das erste Mal, dass wirklich sehr nahe an den Quellen so etwas versucht wird. Und darum splitten wir diese verschiedenen Waffensysteme der Centurie hier auf in vier verschiedene Sektionen und machen das eins nach dem anderen. Wir hätten Ihnen gerne heute auch schon einen Trainingskampf zwischen den zwei Centurien-Hälften gezeigt. Nur da sind die Männer noch nicht bereit dafür. Das wird leider erst morgen vielleicht gehen, wenn's gut ist. Aber wir werden Ihnen jetzt schon mal einen Eindruck der einzelnen Schritte geben. Sie sehen, hier vorne werden schon Holzschwerter verteilt. Wir haben tatsächlich einige Funde von Holzschwertern, die vermutlich auch Trainingsgeräte waren. Wir wissen aus Textquellen, dass Holzschwerter als Trainingsgeräte verwendet wurden. Es gibt sogar eine Quelle, die darüber spricht, dass die Waffen mit Farbe angemalt werden konnten, damit man eben Treffer auch tatsächlich sieht. Also sowas wie ein römisches Paintball. Das machen wir natürlich hier nicht, denn die Ausrüstung kostet natürlich sehr viel und die Leute wollen die Farbe nicht unbedingt aus dem Kettenhemd rauswaschen müssen. Hier sehen Sie die Station 2, wo es um die Speere geht. Unser Campi-Doktor, sprich der Drill Sergeant auf Römisch, bildet die Soldaten gerade aus in einer Technik. Hier haben wir einen Soldaten, der zu spät kommt. Das gefällt dem Instruktor natürlich überhaupt nicht. So, worum geht es jetzt hier? Man steht sich gegenüber in einer Phalanx, sprich man hat die Schilde und die Speere und hat mehrere Reihen Tiefe. Das heißt, man hat teilweise zwei Reihen, die aufeinander gleich einwirken im Nahkampf. Und was man versuchen möchte, ist individuelle Gegner zu überwältigen, indem zu viele Waffen gleichzeitig auf sie einwirken. Wenn Sie hier sehen, mit dem Schild decken Sie einen großen Teil von Ihrem Körper ab, von der Schulter bis zu den Knien. Es ist trotzdem nicht lustig, wenn man einen Beintreffer bekommt oder einen Kopftreffer. Das heißt, man muss sich immer irgendwie mit dem Schild dynamisch verteidigen. Wenn jetzt aber drei Speere auf einen einwirken, dann hilft auch ein großer Schild oft nicht. Dann hat man sehr schnell einen Treffer, der einen verletzt oder sogar tödlich verwundet. Daher trainieren wir die Soldaten der ersten zwei Reihen, dass sie zusammenarbeiten und ein Kampfgespräch führen. Sprich, dass die erste Reihe, die aus den Contubernium-Kommandanten sozusagen besteht, den Dekani, die meiste Erfahrung haben, dass die das Kampfgespräch führt und den Personen, den Speerträgern hinter ihnen und neben ihnen sagt, okay, auf diesen Gegner oder auf jenen konzentrieren wir uns. Und dann bringt man eben drei Speere möglichst gleichzeitig zum Wirken auf einen Gegner, um den möglichst schnell auszuschalten. Es geht bei diesen sehr brutalen Kämpfen darum, die gegnerische Formation so schnell wie möglich aufzuweichen, aufzubrechen und ins Chaos zu bringen. Sobald so eine Formation ins Chaos gerät, bricht sie sehr schnell zusammen. Die meisten Ausfälle in antiken Schlachten hatte man, wenn eine Formation anfing zusammenzubrechen und zu fliehen, weil dann einfach keine Koordinierung mehr stattfand und man sich nicht mehr wirklich wehren konnte gegen die Feinde. Das heißt, im tatsächlichen Nahkampf sind die Leute meistens eher verletzt worden, aber es ist jetzt, solange die Formation nicht zusammengebrochen ist, nicht zu massiven Ausfällen gekommen. Nur das wollen wir ja herbeiführen. Wir wollen, dass die Formation so schnell wie möglich zerbricht, Lücken entstehen, man reinstoßen kann und sie sich auch nicht mehr koordinieren können. Und um das so schnell wie möglich zu erreichen, bringen wir Ihnen hier eben diese drei Waffen auf einen Gegner, dieses Kampfgespräch bei. Bei der Station 3 passiert im Prinzip dasselbe, nur mit dem Schwert. Wenn man das Schwert benutzt, ist man natürlich viel näher dran als mit dem Speer. Man hat auch die Möglichkeit, eben durch Hiebe und Schnitte zu agieren. Dadurch exponiert man sich aber selber sehr viel. Sprich, wenn ich meinen Arm zu weit vorstrecke, laufe ich Gefahr, dass ein Gegner
auf meinen Arm einwirkt und ihn abschneidet oder verletzt. Das heißt, man muss immer sehr vorsichtig sein und aufmerksam. Man muss seinen Nebenmann auch schützen. Man kann nicht einfach nur hinhauen. Man muss immer irgendwie auch auf die Seiten schauen. Ganz oft passieren die Treffer nicht direkt gegenüber, sondern auf die Seite, weil da die Schilde aufgehen. Und genau auf das sensibilisieren wir die Soldaten hier. Also es geht im Prinzip in erster Linie darum, dass die Formation gut funktioniert und nicht, dass wir hier 5000 perfekte Einzelkämpfer formieren. Der Einzelkampf und das schöne und elegante Fechten war auch wichtig in der römischen Armee. Es gab auch durchaus den Trainingspunkt, den wir heute aufgrund von Zeitmangel nicht mehr ganz herzeigen können. Den konnten wir nur vorher ein bisschen herzeigen mit mir und dem Centenarius. Das ist aber ein Training, das alle Soldaten durchlaufen haben. Sprich, der Einzelkampf wurde auch trainiert, aber das Wichtigste war, dass die Formation zusammenhält und dass die Formation, dass jeder in der Formation seine Funktion erfüllen kann. Die vierte Station hier ist durchaus eine der kompliziertesten. Hier geht es darum, um den Einsatz von Fernwaffen, sprich vor allem den Wurfspeeren und den sogenannten Plumbata. Plumbata sind Wurfpfeile, die in der Spätantike sehr, sehr prominent eingesetzt wurden von den Feldlegionen, sprich den Legionen, die dann die größeren Schlachten geschlagen haben. Man findet zum Beispiel auch hier in Carnuntum einige von diesen kleinen Pfeilen mit einem Bleigewicht dran. Wir haben auch Abbildungen von denen, das sind solche kleinen Wurfpfeile, die werden Sie dann nachher hier auch im Einsatz sehen, die man relativ schnell, da hat man 5 davon im Schild, die man relativ schnell einen nach den anderen werfen konnte. Der Vorteil war, die flogen viel weiter als ein Wurfspeer und man hatte 5 von denen dabei. Das heißt, man konnte wesentlich mehr Feuer an den Mann bringen. Diese Pfeile haben jetzt auch nicht unbedingt weitere Waffensysteme behindert. Die Legionäre aus früheren Zeiten, wenn die 2 Piler, den typischen römischen Wurfspeer mit dem ganz langen Eisenschaft, dabei hatten, dann war es nicht mehr so leicht, noch eine Lanze dann noch mitzuführen. Das heißt, man warf die und ging dann direkt auf den Schwertnahkampf über. Hier mit diesen kleinen Wurfpfeilen hatte man eben etwas zum Werfen, plus eine Lanze, plus das Schwert. Und dadurch, dass diese Pfeile sehr weit flogen, konnte man schon viel schneller den Feind und die feindlichen Linien zermürben. Diese Pfeile sind natürlich meistens keine tödlichen Geschosse. Es geht nicht darum, dass dieser Pfeil jetzt die Rüstung durchbricht und eine tödliche Verletzung beibringt. Aber wenn so ein Pfeil, der eine sehr steile Kurve beim Fliegen hat, von oben kommt, landet er oft im Fuß oder im Knie oder im Bein oder bei den Schultern. Und dann ist der Tag auch gelaufen. Also wenn man mal so einen Pfeil drinnen stecken hat, dann braucht man ans Weiterkämpfen nicht mehr viel denken. Und darum ging es, dass man möglichst viele solche kleinen Verletzungen beibringt, um die gegnerische Formation völlig zu zerreiben. Damit man aber seine eigenen Soldaten nicht verletzt, weil man durchaus von den hinteren Reihen auch warf, muss das sehr präzise trainiert werden. Und das muss getaktet trainiert werden. Darum machen wir das sehr langsam und sehr kontrolliert. Wir werfen hier durchaus auch mit scharfen Speeren und mit scharfen Pfeilen. Darum haben wir hier ihnen den Rücken zugekehrt, weil sie wollen ja nicht, dass das in ihre Richtung fliegt. Und jetzt sehen wir mal dem Centenarius zu, wie er die Truppen einteilt, damit sie hier richtig die Pfeile einsetzen. One of you, the same, so now,
So, Sie sehen, die Pfeile fliegen noch nicht sehr weit. Bei geübten Werfern fliegen diese Pfeile durchaus dreimal, viermal so weit. Also wir haben ein paar dabei, die diese Pfeile durchaus sehr, sehr gut werfen können. Und da fliegt der Pfeil von da, wo ich jetzt stehe, bestimmt bis zu diesem weißen Zelt da hinten im Kleinen, das Sie da sehen können. Also das sind schon Distanzen, mit denen man arbeiten kann. Nur, wenn man das noch nicht geübt hat, fliegt das noch nicht so gut. Und vor allem, wenn man es nicht mit Rüstung geübt hat, wo der Bewegungsapparat natürlich eingeschränkt ist, braucht sehr viel Training. Also das zeigt auch, wie viel Spezialisierung in der römischen Armee vorhanden war und wie intensiv das Training sein musste, damit man diese Waffensysteme wirklich zum Zusammenwirken bringen kann. Jetzt hat nur die erste Reihe geworfen und hat dabei ihre Lanzen auf der linken Schulter abgestützt, stützt dann ihre Schilde auf dem ab, damit ist man selber etwas gesicherter vor diesen Pfeilen, weil wenn man selber den Feind bewirken kann mit den Pfeilen, heißt das meistens auch, dass der Feind einen bewirken kann. Das ist zwar bei vielen gegnerischen Armeen der römischen Armee nicht vorhanden, diese Waffensysteme, aber es haben auch in der Spätantike römische Armeen öfter gegeneinander gekämpft und da musste man mit Gegenfeuer durchaus rechnen. Das heißt, wenn man den Schild relativ parallel zum Boden hält, schützt man seine Füße. Dass diese Pfeile das Gesicht treffen, ist nicht unbedingt die größte Gefahr, aber wenn viele landen, landen die dann oft in den Füßen und dann, wie gesagt, braucht man nicht mehr ans Weiterkämpfen denken. Und wir führen jetzt die Truppen langsam hin darauf, dass sie die ersten Reihen eben diese Wurfpfeile werfen, die weitaus weiter fliegen als die Wurfspeere. Und wir haben dann die hinteren Reihen, die die Wurfspeere haben, und zwar mit dem Zweck, dass kurz bevor die zwei Reihen, die römische und die gegnerische, aufeinandertreffen, noch einmal die Wurfspeere fliegen, die dann in der Reichweite sind und die einen viel größeren Impact haben. Also sie haben viel mehr Kraft, die sie auf den Feind bringen können, als die kleineren Wurfpfeile. Aber man schaut, dass man schon relativ weit natürlich den Feind abholt. Natürlich haben wir auch Bogenschützen und Armbrustschützen und dann solche Geschütze, wie wir da hier sehen, die bewirken den Feind schon auf große Distanz. Wenn der Feind dann noch näher kommt, wirken diese kleineren Wurfpfeile und ganz kurz vor dem Zusammentreffen wirken die Wurfspeere. Das muss alles richtig getaktet sein. Das ist in heutigen Armeen auch nicht anders. Da haben wir auch ganz weichreitende Systeme und dann immer kürzer bis hin zum Gewehr, das da einfach Infanterie trägt. Und so haben wir das hier auch. Wir haben hier am Boden, um das simulieren zu können, mehrere Seile, die werden Sie vielleicht nicht so gut sehen. Aber es gibt ein erstes Seil hier vorne, das ist die Distanz, ab der man die Wurfpfeile wirft. Das heißt, wir trainieren die Soldaten jetzt, dass sie zu diesem ersten Seil hingehen und dann dort die Wurfpfeile werfen. Dann gehen sie weiter. Und dann gibt es ein zweites Seil, ab dem die Wurfspeere geworfen werden. Und dann gibt es natürlich den Kontakt mit dem Feind. Das werden wir heute nicht mehr simulieren können. Dafür ist heute nicht mehr genug Zeit. Aber es ist, jedes Jahr lernen wir dazu. Und nächstes Jahr beim Fest der Spätantike werden wir auf jeden Fall noch weiter spektakulärere und mehr Sachen zeigen können. Also wir sind ja live dabei bei einem Prozess, der so seit 1700 Jahren nicht mehr stattgefunden hat wahrscheinlich. Und das finde ich durchaus spektakulär, vor allem, weil die Leute aus ganz Europa kommen, so wie es damals im Römischen Reich auch war. Auch ein sehr unterschätztes System, in dem jeder römische Soldat ausgebildet war, ist die Schleuder. Die Schleuder konnte mit wirklich enormen Effekt eingesetzt werden. Also vor allem die Bleigeschosse konnten eine enorme Wucht entwickeln und Helme durchschlagen und waren absolut tödliche Waffen. Man konnte sehr schnell damit schießen, also schnell hintereinander und auch sehr große Reichweiten erzielen. Das heißt, die Schleuder ist auch noch eines dieser Waffensysteme, die auf die Ferne wirken, die wir hier normalerweise zeigen wollen, aber wegen Zeitmangels können wir das heute nicht zeigen. Aber es ist eine ganz wichtige Waffe auch, die oft unterschätzt wird. Also man stellt sich gar nicht vor, wie viel Schaden so eine Schleuder erzeugen kann. Nämlich aus der konstantinischen Dynastie stammt. Wir sehen hier jetzt noch etwas, eine
die Ordnung der Verhältnisse hier in Carnuntum fahrt er jetzt weg und muss natürlich hier geordnete Verhältnisse zurücklassen. Nachdem ihm der Dux geflohen ist, wird er hier einen Getreuen einsetzen, der dann die Agenden des Kaisers hier vertreten wird. Julianus, wo bist du? Julianus? Einen haben wir noch. Bleibt noch ein bisschen. Wir haben da noch was vorbereitet, weil wir wollen ja noch, auch noch dem Kaiser, dem zukünftigen Kaiser, die Artillerie zeigen. Wir haben sie vorhin versucht einzuschießen. Gibt es Freiwillige oder Schwiegermütter, die vorne das bewegliche Ziel gestalten wollen? Wir nehmen Bestechungsgelder entgegen. Nein, keine. Vielleicht die Truppen links und rechts. Zur Ballista. Das, was Sie sehen, ist im Prinzip ein Torsionsgeschütz. Das heißt, das normalerweise Seil wird so gedreht, dass da enorme Spannungen auftreten. Wir haben es versucht, historisch wie möglich zu machen. Und wir haben dort Pferdehaar als Seil. Das ist extrem stabil. Und wir benutzen auch scharfe Munition. Deswegen müssen wir natürlich ein wenig auf Sicherheit achten. Ich meine, wir haben zwar genug Legionäre, aber naja. So, wir bereiten jetzt die Ballista vor für den scharfen Schuss. Sehr gut, danke. Wir versuchen jetzt mal ein vernünftiges Trefferbild zu erreichen. Das heißt also möglichst in den gleichen Kreis. Vielleicht 50 cm. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Man beachtet, dass die Ballista über keine moderne Zieleinrichtung verfügt, wie natürlich ein MG oder ein anderes Gewehr. Das heißt, hier geht es wirklich nach der Erfahrung, nach dem Gefühl. Und wenn da auch kleine Abweichungen bei den Bolzen sind, die merkt man natürlich dann in der Flugbahn. Ja, sehr gut. War's das? Gut. Dann